Vielen Dank für die Einladung zu dieser Versammlung heute. Mehr als 42.000 Menschen sitzen in den Lagern auf den griechischen Inseln Chios, Lesbos und Samos fest. Sie werden von der EU ihrer Menschenrechte beraubt und sind dem Coronavirus schutzlos ausgeliefert. Im Lager Moria auf Lesbos sind es mehr als 25.000 Menschen. Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, ein Wasserhahn für mehr als 1.300 Menschen. Mehr braucht man dazu wohl nicht sagen. Europas Regierungen schwingen große Reden von Solidarität. Doch diese darf nicht an den menschengemachten Grenzen Europas aufhören. Solidarität kann auch nicht bedeuten, dass das Bundesinnenministerium die Corona-Pandemie als Vorwand nutzt, um Menschen in Seenot nicht zu retten, indem es Seenotrettungsorganisationen auffordert, keine Fahrten zu unternehmen und bereits in See gestochene Schiffe zurückzurufen. Solidarität darf keine Frage der Herkunft, der Hautfarbe oder des Passes sein. Solidarität muss für alle Menschen gelten. Wir von der Seebrücke fordern daher erstens die sofortige Evakuierung aller Menschen aus den überfüllten Lagern. Mehr als 140 Länder und Kommunen sind zur Aufnahme bereit. Das Bundesinnenministerium muss sofort seine Blockadehaltung aufgeben. Wer mehr als 80.000 Erntehelferinnen einfliegen und mehr als 200.000 deutsche Touristen aus aller Welt zurückholen kann, kann nicht behaupten, dass bei der Aufnahme von 50 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten die Kapazitäten erschöpft sind. Das ist unfassbar und macht uns wütend. Zweitens fordern wir den sofortigen Stopp der menschenverachtenden Rechtsbrüche sowie der staatlichen tödlichen Gewalt gegenüber Schutzsuchenden an den EU-Außengrenzen. Dass die Küstenwache Maltas wie vor etwa 2 Wochen 51 Menschen aus der maltesischen Such- und Rettungszone nach Libyen verschleppt, wo ihnen Folter, Vergewaltigung und Mord drohen, ist Menschenrechtsverletzung. Diese EU tötet. Drittens, die sofortige Ermöglichung legaler Fluchtwege nach Europa. Wir haben keine Zeit mehr. Wenn das Coronavirus in den Lagern ausbricht, droht ein humanitärer Kollaps, der den jetzigen bei weitem übertreffen wird. Wir von der Seebrücke sagen, in Deutschland und in ganz Europa, wir lassen niemanden zurück. Erst recht nicht an den EU-Außengrenzen. Hoch die internationale Solidarität. Kein Mensch ist illegal. Leave no one behind. Als nächstes spricht Markus Beko von Amnesty International.